Das ist Homer Simpson. Das glauben Sie nicht? Dann hören Sie mal. Wieso kann ich Gott nicht auf meine Weise anbieten und mir das Gejammer für Sterbebett aufheben? Norbert Gastel ist die deutsche Synchronstimme von Homer Simpson, seit die Serie 1991 erstmals in Deutschland gezeigt wurde. Mit seinem breiten Repertoire vom säuselnden Bariton bis zum heiseren Kieksen gilt er bei vielen deutschsprachigen Fans der Serie gar als besser als das Original. Vielleicht liegt es an Gastels Liebe zu seinem gelben Alter Ego. Ich mag ihn. Und ich mag auch seine Art, auch manchmal seine dumme Art, oder seine naive Art vor allen Dingen. Und aber auch die liebenswerte Art. Er hat, wie gesagt, eine ziemlich große Bandbreite. Und ist manchmal auch launisch. Und also alles, was man eigentlich, was in jedem Menschen ja drin ist. Ich hasse es, zu spät zu sein. Homers Ehefrau Marge spricht seit Herbst vergangenen Jahres die deutsche Alleskönner-Entertainerin Anke Engelke. Zuvor war es die Schauspielerin Elisabeth Volkmann, die bis zu ihrem Tod Marge über 15 Jahre lang die Stimme lieh. Die Skepsis vieler Fans konnte Engelke jedoch schnell zerstreuen. Ich hasse es, zu spät zu sein. Weder in der Serie noch beim Kinofilm versucht sie, Volkmann zu imitieren, sondern orientiert sich stark an Marges englischer Originalstimme. Es bringt doch nichts, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, wenn jemand, den wir lieben, eine wahrhaft religiöse Erleuchtung hat. Und wenn ich nur einmal Pups sagen müsste, ich würde genauso viel da reinlegen wie in einen langen Monolog. Und in dem Film habe ich einen sehr langen Monolog. Da lege ich genauso viel Energie rein, klar. Und, nicht zu überhören, hier erhält gerade Bart Simpson seine deutsche Stimme. Von Anfang an spricht die Schauspielerin Sandra Schwittau den ewig 10-jährigen Chaoten. Sonst synchronisiert Schwittau Hollywood-Größen wie Renée Zellweger oder Hilary Swank. Aber ihr Langzeitprojekt Bart liegt ihr am nächsten. Also so weit ist der von mir nicht weg, sage ich mal. Also ich würde sagen, in fast jedem steckt ein bisschen Bart und den kann ich bei mir auch finden. Klar muss ich mit der Stimme arbeiten und dafür habe ich aber auch den O-Ton, das Original, an dem ich mich orientieren kann und es macht Spaß. Für den Simpsons Kinofilm arbeitete das Synchronsprecherteam unter hohem Zeitdruck. Erst wenige Tage vor dem Filmstart wurde die deutsche Version fertig. Ja, den muss ich nochmal machen. Du musst jetzt da rausgehen, der Menge gegenübertreten. Ein Wermutstropfen für das Sprecherteam? Die eigentlichen Stars des Films sind nicht Engelke oder Schwittau, sondern Homer, Marge und vor allem die Gags. Pass auf, ich hab ne Kettensäge! Oh.